Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Subnautica. So, wir gehen jetzt wieder gärtnern. Ja, wir brauchen Schlingpflanzen, damit wir noch ein Silikon bla bla zusammenbringen oder ein paar halt. Und bei der Gelegenheit wäre es fein, wenn wir wieder ein bisschen Quarz kriegen. Dusch, ein bisschen Salz wäre auch gut und solche Sachen halt, ne? So, da haben wir das erste abgeerntet. Geht nichts mehr? Okay, sind wir voll, wie es ausschaut. Ja, ich habe jetzt noch für eins Platz. Die Kreatureneier habe ich vergessen wegzutun. Ja, ich schlau Fuchs. Ja. Ich meine, das war Absicht. Mhm. Ganz genau. So, zack. Das Silbererz nehmen wir mit. Dann können wir auch schon wieder umdrehen. Und machen wir gleich Fasern draus. Ne? Also dieses Gummi... War das aus dem zu machen? Oh, oh. Oder war das aus den Früchten? Warte mal ganz kurz. Oh. Ja, verdammt. Das hätte ich mir jetzt zuerst überlegen sollen. Die Fasern und wo ist dieses Silikon? Blabla. Ah, das waren die Früchte. Hoppala. Gut, dass mir das noch eingefallen ist. Hoppala. Ja, das geht nicht, Zocki. Wo sind denn die Früchte? Gibt es überhaupt noch welche? Da. Natürlich gibt es welche. Zocki, du Schlaufuchs. Gut, dass ich noch geschaut habe. So. So, ich brauche ja die Früchte. Hoppala. Zack, zack, zack. Und das voll? Vier Stück, passt. Jetzt bin ich richtig. Jetzt passt es. Ich habe mir noch gedacht, hä, Silikon aus Fasern, das passt jetzt aber nicht so ganz. Brauchte ich da nicht was anderes? Jetzt hatte ich noch Glück im Unglück, dass mir das noch eingefallen ist. So, schnell zurück, das zusammenschustern und dann geht's auch schon weiter. Jo. Mit Farmen, ganz viel Farmen und noch mehr Farmen. Und wenn wir fertig sind mit Farmen, dann fahren wir weiter. So, ganz optimal wäre halt dann noch ein Magnetiten zu finden, zwei Stück. Eines zu wenig, zwei brauche ich. Wenn wir dann wieder so eine Höhle erkunden, natürlich kann ich es jetzt mit dem Scanner auch noch suchen. Das werde ich auch gleich machen. Vielleicht habe ich Glück. Ja, servus. Vielleicht habe ich Glück. Was mir da beim Scanner ein bisschen stört, ist, dass er mir die Höhlen nicht anzeigt oder ich einfach zu blind bin, um Höhlen zu sehen. Das könnte natürlich auch sein. Was habe ich denn eingegeben, Magnetit? Ja, geht das nochmal? Metallschrott brauche ich jetzt wirklich nicht. Hallo? Hat er das noch immer ausgewählt, den Magnetiten? Ja, ich glaube, hat er das noch immer, ne? Oder nicht? Ich probiere mal was anderes. Metall. Bin ich jetzt blind? Chris. Nein, das will ich ja auch nicht. Ich wollte den Magnetiten haben. Warum geht das denn nicht? Was ist eigentlich das? Ist das nicht ein Viech? Das ist ja dieses Ungetüm, oder? Dieses Ekelhafte. Wahrscheinlich ist das nur zum Kontrollieren, wie weit es schon in unserer Nähe ist oder so. Trrr. Oder es gibt gerade keins. Das könnte auch sein, ne? Ja, das ist jetzt mysteriös. Egal, damit halte ich mich jetzt nicht auf. Ich gehe jetzt einmal das Zeug da zusammenschustern. Wir müssen sowieso die Höhlen durchschauen, dann wird es schon werden. So, also, ich brauche Silikongummi. Einmal, zweimal,
Dreimal. Ich weiß, es ist viel zu viel, das macht aber gar nichts. So. Dann kann ich das mal wegräumen. Das kann ich dabei hier reinschmeißen. Textilgeschichten, ja. So. Passt. Dann habe ich einen Blei, den ich hier reinschmeißen kann. Dann habe ich hier ein bisschen Silber. Das Glas könnte ich hier dabei reinschmeißen. Die Kreatureneier tue ich wieder hier rein, für bessere Zeiten oder schlechtere Zeiten, wie auch immer. Blutöl, ja genau. Energiezelle haben einen Haufen, Feuerlöscher und Zeugwerk, ja, das passt. Wasser habe ich mit. Das ist gut. Sonst brauche ich da nichts. Gut. Alles klar. Dann gehen wir wieder zurück. Und gehen wir ein bisschen farmen. So, zack. Bitte, wenn es geht, einsteigen. Und wenn es nicht geht? Das geht. Glaub mir, das geht. So. Ja, servus. Ja. Ich freue mich. Ich kann 300 Meter tief tauchen. Das ist ja schon mal was. Dich mag ich nicht. Ich hoffe, dass ich den mal mit dem Zyklopen wegballern kann, weil der nervt. Der nervt richtig. So, Licht. Und dann schauen wir mal. Wir sind jetzt bald 200 Meter tief. Dann schauen wir mal, ob wir hier eine tolle Höhle finden. Wo wir vielleicht per Glück... Hallo? Au! Ja, sogar mal, du schiercher Fratzkel, du. Was soll denn das? Ich schaue mir da gerade die Leviathane an und der pufft mich da einfach. Boah, das hat aber ordentlich Schaden angerichtet. Ah, ja, ja, ja. Ja, danke für die Warnung. Entschuldigen Sie. Gottes Willen. Mistviech. So, ja. Da haben wir nichts Gescheites. Ich müsste mal kurz aussteigen. Die arme Motte reparieren. Welche ungefähr in Sicherheit? Ich hoffe. So. Aber schon flott jetzt. Ja, bitte beruhigen Sie sich. Alles ist in Ordnung. Bitte keine Panik. So. Da ist wieder so ein Greiber. Da wäre zwar... Wow. Da wäre eine Höhle, aber... Da sind diese blöden Tentakeln. Das könnte wieder ungesund sein für uns. Was haben wir da? Kurz aussteigen zum Scannen. Dann kriegen wir Titan. Ja, was denn? Du dreckiges... Etwas. Entschuldigung, aber ist ja wahr. So, dann wollte ich noch ein paar Glubschis auch noch sammeln, ne? Fürs Aquarium, schauen, ob es klappt. Dann wollte ich noch die Höhlen durchschauen. Oder mal eine Höhle, wäre mir auch schon lieb. Dusch, hoppala. Entschuldigung. Ja. Da hört man schon ein Leviathanchen grummeln. Was haben wir da? Da wäre wieder Titan für uns. Könnte ich gleich ausnutzen. So. Zack. Einsteigen. So. So, la 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 la. So. Ich habe immer noch nicht das gefunden, was ich möchte. Jetzt bin ich wieder hier. Könnte ich mal schauen, ob was gespawnt wäre für uns brauchbar. Aber das glaube ich fast nicht und schon ist was da. So, danke. Ja. Wen habe ich denn schon vorher übersehen? Oder die Dinge spawnen wirklich schnell? Wahrscheinlich eher übersehen.
Ja, du mich auch. Duck. Duck, 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 duck. So, war hier irgendwas? Das hat so komisch aus. Ja, da haben meine geschulten Augen das schon gesehen. Dass sich hier ein Quarzilein versteckt. So. Haben wir schon wieder eine Scheibe fertig. Dusch. Dusch. Noch 20 Mal Dusch, Dusch. Aber wir haben genug Batterien mit. Keine Sorge, wir können unser Mötchen noch super klasse reparieren. Das Licht wäre vielleicht auch besser, wenn ich es mal ausschalten würde, ne? Aber dann sehe ich halt nichts. Da ist, glaube ich, auch ein Quarzi. Ja. Boah. Ja, ja. Na, was ist mit dir? Ja. Jetzt habe ich mein Quarzstück verloren. Du bist schuld. Ja, jetzt muss ich schon wieder aussteigen, reparieren. So. Ganz schnell, schnell, schnell. So, passt. Dann muss ich mein Quarzel schnell suchen. Das sollte hier irgendwo gewesen sein. Wenn ich mich richtig, wenn ich es richtig gesehen habe. Oder halt auch nicht. Ich habe mir schon eingebildet, dass da was war. Vielleicht war es auch nur eine optische Täuschung. Ich glaube, das war eine optische Täuschung. Verdammt. Kupfer. Ja, ja. Da habe ich mich wohl getäuscht. Oder? Hier? Nein, ich habe mich nicht getäuscht. Haha. Gefindet. Sehr gut. Inventarkontrolle. Ja, wir haben noch genügend Platz. Durstig sind wir auch. Dann saufen wir mal eine Runde. Braust zum Wohl. So, gut. Grummel, 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 grummel. Hier haben wir noch einen Quarzel. Hoppala, ich will aussteigen. Ich will mir das Quarzi holen. So. Passt. So. Was war das jetzt gerade? Keine Ahnung. So, da hätten wir Metallschrott. Da hätten wir wieder Salz. Ein Quarz. Ich glaube, da ist ein Quarz. Ich steig mal kurz aus. Bist du ein Quarz? Ja. Dankeschön. So. Passt. Da haben wir Salz. Da haben wir nur Gestein. So. Jo. Dann wollte ich noch mir was fischen, ne? Ein paar Fischileins. Ich könnte ja auch so einen Kerl versuchen zu fangen. Ja, Hammer. Fürs Aquarium, ne? Vielleicht geht's, dass ich mir noch so einen hole. Schnappi, schnapp, schnapp. Noch einen, wenn's geht, zum Essen gleich. So, das reicht schon mal. Habe ich noch Platz? Mhm, passt. Da haben wir noch Platz. Dann wieder rein hier. Dann schauen wir, was wir noch finden. Das Ding da ist komisch, echt. Ich steige nochmal aus. Ich glaube, da kann ich noch was scannen. Bin mir da gerade nicht so sicher. Den Boomerang habe ich schon. Den Boomerangfisch, den grünen. Das war nämlich gerade echt mehr wie komisch. Was haben wir hier? Titan. Na, Blei. Das war Blei. Blei, Blei, Blei. Ich mache mal ein bisschen Licht. Hoppala. So. Da haben wir Titan. Da haben wir Quarzi. Ja, viele Quarzis. Da ist noch eins. Sollten hier Magnetiten sein, dann bitte Hände hoch. Habe ich noch Platz? Ja.
Dann kann ich noch den Quarz da einsammeln. Ich glaube, da werde ich mit der Seemotte rein schwimmen. Hupala! Das war, glaube ich, nicht so gut. Kling, klang, klang. Oh. Ja, ist denn da die Batterie zu Ende? Wie geht denn das? Nehmen wir halt eine neue. Taha. Ja. Weil da brauche ich jetzt eh nie wieder eine bauen. Ja. So. Jetzt bin ich voll, oder? Ja. Gut, dann würde ich sagen, ich kehre zu meiner Motte zurück und wir schleichen uns. So. Passt. Das hätten wir jetzt schon einmal. Nix wie zurück. Dann können wir schon wieder uns stärken. Dann können wir das Aquarium ausprobieren. Schauen, wie es unseren Schwammerln geht. Dann müsste ich nochmal zurück zu der einen Insel. Da kann ich nochmal mein Wissen erproben, ob ich mir das mit dem Alien-Teleporter gemerkt habe. Dann könnten wir probieren, ob man das echt einpflanzen kann. Ja. Weil normal eine Kartoffel wächst ja über die Knolle. Das sollte ja gehen. Beim Melönchen bin ich mir jetzt nicht sicher, wie das klappen soll. Werden wir dann sehen, ob es überhaupt klappt. Ja. Vielleicht muss man auch so lange ernten, bis man Sämlinge kriegt. Das könnte auch sein. Werden wir sehen. So. Mal schnurstracks nach Hause. Essen kochen. Das Aquarium befüllen. Jetzt könnte man dann schon langsam Überlebende finden. Ja, grüß dich gut. Haben Sie brav auf das Haus aufgepasst? Ja? Sehr gut. Das freut mir. So, bevor ich die jetzt brate und unabsichtlich zu viele davon verkroche, werde ich mal versuchen, ob ich hier die da reinbringe. So. Tatsächlich. Schauen, da schwimmen sie. Ja, cool. Ja, wenigstens seid ihr hier drin sicher. Ihr braucht euch jetzt nicht beschweren. Super, da wären noch ein paar Glubschis nicht schlecht. Und so Blasenfische und dann wäre schon schön, oder? Ich glaube, das schaut toll aus. Wie geht's denn euch? Ich kann das schon einsammeln. Aha, das ist jetzt aber nicht der Effekt, den ich eigentlich wollte. Da muss ich noch warten, glaube ich. Ich das so einsammle? Okay, ich glaube, das ist nicht ganz richtig noch. Ja, wird schon werden. Ich glaube, das habe ich jetzt gerade verkehrt gemacht. Wahrscheinlich muss ich warten, bis sie mehr sind oder bis sie größer sind. Puh, keine Ahnung. Ich war jetzt gerade stand, ich konnte es einsammeln, dachte ich, ist schon fertig, aber das war nicht richtig. Gut, dann gehen wir Fischeli kochen. So. Zack, zack, zack. Einmal Fischi. Und nochmal Fischi. So, kann ich auch schon wieder Glas kann man machen, ja. Drei Glas. Vier Glas. Passt. Sehr gut. Dann geht's ans Schnabulieren. Nom nom. Nom nom. Und ein Schluckel dazu. Passt. So, das Glas tun wir wieder bunkern derweil. So, und das war's. Ein Salzel brauche ich für Wasser. Hier kommt wieder das Kupfer rein, wenn es Platz hat. Ja, und das Gold. Passt. Silber schaut ein bisschen schlecht aus, aber wird schon werden. Dann brauche ich eine Koralle. So, dann muss man wieder hier hin. Guten Tag. Einmal Chlor, bitte. Danke. Dann Wasser. Dann trinken wir mal einen Schluck. So, sehr gut. So.
Ein Schluck für mich. Passt. Jetzt sind wir wieder einigermaßen gesättigt. Das ist sehr gut. Ja. So, dann nochmal zum Scannerraum. Vielleicht geht das jetzt mit dem Magnetit. Oder ich habe schon wieder irgendwas verkehrt gemacht, was mich eh nicht wundern würde. Quarz wäre da. Ja, jetzt haben wir mehr Auswahlmöglichkeiten. Titan, Silber, Metall, Schrott, Lithium, Blei, Gold. Das ist nicht das, was ich gern haben möchte. Riffrücken. Das hilft mir nichts. Nein, nein. Ja, dann vielleicht später. Dann gibt's dabei nichts. Dann halt später. So. Wir nehmen unser Mötchen wieder mit. Zack. Platsch. So. Ja. Ich überlege nämlich gerade, ob ich nochmal zu einer Höhle aufbrechen sollte. Oder ja, da mal so herumschauen. Ne? Da drüben waren früher welche markiert von diesen Magnetiten. Ich habe halt immer ein bisschen Schiss, dass wir wieder dieses mega Seeungeheuer da begegnen. Ich hasse es. Das kann ich überhaupt nicht leiden, dieses Viech. Und da ich jetzt nicht mehr so tief tauchen kann, also keine 900 Meter mehr, ist das halt alles schon sehr, sehr scheißlich ungut. So. Aber ich probiere halt mein Glück. Vielleicht ist das Glück mit mir und dann hätten wir bald wieder Magnetit. Ich dachte, da wäre ein Quarz gewesen. Wow. Da ist viel Gewächs. So. Wow. Jaha. Ganz vorsichtig. Naja, da wäre zumindest schon mal ein Lithium. Ja. Da wäre schon mal ein bisschen Lithium. So, was hätten wir hier Schönes? Einen Gang. Ein paar Pflanzen. Einen Ausgang direkt. Steinchen. Ja, au. Keine Angst, ich kann es wieder reparieren. Jo, dann weiter runter. Langsam, langsam, langsam. So. So. Aha, da komme ich nur hier raus. Okay. Okay. Das ist leider auch nicht das, was ich mir erhofft hatte. Jo. Da oben ist das Alienviech wieder. Vielleicht finde ich noch irgendwo eine kleine Höhle an. Wo ich mein Glück probieren kann. Hätten wir schon mal eine. Oh, da bin ich halt. Okay, das ist eine Spur zu tief für mich. Ah, das ist wieder so ein Viech. Was sehen meine Äuglein hier? Was ist das? Zyklop-Maschinenfragment. Gleich mal scannen. Zack, das haben wir schon. Ich pack's einfach mal trotzdem mit ein. Titan brauchen wir sowieso. Ah, je. Ah, je. So, mal ein Stückchen weiter. Das Klubschi wollte ich fangen. Vielleicht finde ich auf dem Rückweg noch was. Zu tief darf ich leider nicht tauchen. Wow.
So. Ein Haufen Leviathane, ja, ja. Ja, ja, grummeln sie nur. So. Ach, das hat gerade ausgeschaut wie eine Höhle. Bei der Höhle, da war ich schon, oder? Das ist, glaube ich, hier unsere Standardhöhle hier, ne? Die habe ich euch hier schon 150 Mal besucht. Stalagniten, ja, ja. Ach, wie ging das? Stalagnit, passt schon, genau. Stalaktit sind die, was hängen, und Stalagnit sind die, die von unten nach oben. Ja, ja. Das Kommentar habe ich nicht vergessen. Klappt sehr gut, diese Eselsbrücke. Ja. So. Was haben wir denn da? Gibt es hier etwas von Vorteil für uns? Nützliches? Oder nicht? Eher nicht. Wahrscheinlich, weil ich das ständig plündern tue. Gibt es nichts mehr Brauchbares für uns. Autsch. Ja, ja, ich glaube, das habe ich zur Genüge. Zur absoluten Genüge hier ausgebeutet. Schon ein bisschen schade. Das ist, glaube ich, wieder die Höhle, wo ich mir so schwer tue, wieder rauszufinden, ne? Ah, das mache ich dann, wenn ihr nicht zuschaut. Dann werdet ihr euch wundern, wie ich es geschafft habe, wieder zu Hause zu sein. Na, da ist gar nichts mehr. Da haben wir, glaube ich, da habe ich, glaube ich, wirklich ganze Arbeit geleistet. Und alles denkbar Wertvolle mitgenommen. Dann werde ich mir mal offscreen Gedanken machen, wie ich da zu Magnetit komme. Werde versuchen, auch welches zu bekommen. Damit ihr da nicht immer so langweilige Parts habt. Jo. So, wieder runter. Und wieder runter. Aber wenn der Scanner schon mal nichts anzeigt, dann kann ich hier in der Nähe sowieso vergessen, irgendwas in der Richtung zu finden. Weil dann gibt's halt einfach nichts. Und Punkt. Dann muss ich mir woanders was suchen. Vielleicht habe ich mal, wenn ich mal Richtung zu Hause bin, versuche das Klubschen noch zu fangen. Vielleicht habe ich mal dann Glück, wenn ich mal... kann ich es noch nehmen? Ja. Wenn ich mir eine andere Route nehme, vielleicht, dass dann... Jo, dass dann vielleicht was für uns dabei rausspringt. Habe ich noch Platz? Ich möchte noch gerne das zweite Klubschi hier mitnehmen. Ich möchte gerne artgerechte Haltung haben. So, komm mit. Ich tue dir nichts. Ich esse dich nicht. Ich will dich nur mitnehmen für mein Aquarium. Ja. Dann war dieser Ausflug hier eigentlich für die Katz. Jo. Der Part wäre auch zu Ende. Dann werde ich mir mal versuchen... Bis zum nächsten Mal. Irgendwie schlau zu machen, wo ich am besten Magnetit farmen kann. Welcome aboard, Captain. Vielleicht finde ich hier unterwegs welches. Ich weiß, Höhlen und so. Jo. Irgendwie werden wir das schon hinkriegen. So. Guten Tag. Ich habe hier Kollegen für Sie. Aber bitte töten Sie sich nicht.
Das ist schon schön. Kann ich mir es da so hinsetzen? Ja. Das ist schon cool. Kann man richtig entspannen. Die Töpfe sind etwas schief, kann das sein? Oder gehört das so? Gehört wahrscheinlich so. Na gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut und wir planen, bauen, vipen, failen beim nächsten Mal weiter. Also dann, tschüssi!